Boss kann nun per Puck-Mobilfunk herbeigerufen werden. Das hätte ich eigentlich gleich bei unserer Begegnung in Manila City machen sollen. Aber Lillys strahlende Schönheit hat mich blendet. Ich habe es einfach verschwitzt. Ich hoffe, du denkst jetzt nicht, ich hätte absichtlich gewartet, bis du ohne Pampros nicht mehr weiterkommst. Brrr. Ja, gut. Brrr. Ja. Ja, so viel dazu. Sag mal, bist du eigentlich schon dem Ultraforschungsteam begegnet? Ja. Nur noch, also nicht nur mehrmals, sondern ich sehe die quasi nur noch. Sehe kaum wen anders. Einem Anschein nach sind sie hier, um einem Pokémon auf den Grund zu gehen, das schwer auf ihnen lastet. Doch zum Glück ist ja auf die hilfsbereiten Menschen und Pokémon hier in Alola Verlass. Zur nächsten Prüfungsstätte kommst du übrigens, wenn du hier immer geradeaus und dann weiter zum Dorf der Capo gehst. Ich wünsche dir schon mal viel Glück. Na dann, steigen wir mal auf das Pampros und überqueren die nächste Ebene. Hü-hopp, auf geht's! Hü-ja! Da geht's über die felsigen Gebiete, über die felsigen Steine. Da sind wir. Sind wir drüber gekommen. Feuerheiler! Yippie-ja-jei! Yippie-ja-jei, Schweinebacke, weiter geht's! Auf der Route, weiter geht's! Richtung Inselprüfung! Jau! Dann würde ich sagen, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodum zu einem neuen Part. Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Gleich der nächste Kampf hier. Nur Trainer, die selbst nichts drauf haben, schieben Niederlagen auf ihre Pokémon. Das Wetter in Alola ist immer so verflixt gut. Da könnte ich echt ausrasten, verstehst du? Ich verstehe nicht, nein. Verstehe ich gar nicht. Punker, du, Lizzie und Steffen fordern dich aus. Aha. Na dann, macht mal. Zwei Pokémon, zwei Trainer. Ja, Trainer nennt man die. Ich habe auch zwei Pokémon. Das sind in diesem Fall Dave und Mary. Ja gut. Nicht gerade die beste Auswahl, aber damit kann man leben. Man kann mit kämpfen. Es gibt schlimmere Auswahlmöglichkeiten. Joa, und dann mal Mary Biss, obwohl es nicht sehr viel bringt, nicht sehr effektiv ist. Und Dave mal Eiszahn, was sehr effektiv ist, sogar. Schaufler, okay, auch eine schöne Attacke. Sollte von mir kommen, nicht vom Gegner. Das wäre noch schöner. Aber gut. So, einmal Biss. Und einmal Eiszahn. Nach wie vor. Dieselbe Methode. Schaufler. Jo, und da war es um Mary geschehen. Da kann sie keinen Biss mehr einsetzen. Eiszahn. Jo. Wen haben wir jetzt als nächstes im Team? Pikachu, komm du mal ins Team. Denn Attacken sind effektiv. Komm du mal in den Kampf, nicht ins Team, im Team bist du schon. Dann setz doch mal Glatz Donner auf Pam Pam ein. Und Dave, du setzt mal Windhose auf Beide ein. Ja, das ist eine gute Sache, macht mal so. Er macht das so. Erledigt sie. Bah. Da ist gleich wieder ein Zungenverdreher drin. Pikachu erreicht Level 37. Slam will er erlernen. Okay. Klingt nicht schlecht. Naja, lassen wir es mal lieber.
Lass mal es mal lieber bei den Attacken bleiben, die er gerade hat. Die sind gut. Die kann man so behalten. So, da war es nur noch eins. Das Rückmain müssen wir noch besiegen. Am besten, bevor es uns besiegt mit seiner Schaufelattacke. Das ist ja schon gut. Donner ist auf Dave effektiv. Ja, wir wollen ja nicht das eigene Team-Pokémon besiegen. Deshalb, lass mal lieber bleiben. So, ging daneben. Ja, immerhin hat es ja Schaufel eingesetzt. Also ist ja verständlich, warum das jetzt nicht effektiv ist, während er sich verbuddelt hat. Warum die Attacke nicht gelingen. Donnerblitz auf Rockmane weiterhin und Eiszahn nochmal auf Rockmane. Dann haben wir es, glaube ich, mal. Rokaiman. Rokaiman heißt der. Okay, sagt die ganze Zeit Rockmane. Ja, ist halt so. So ist es. Es sei wie es sei, Haferbrei. Nein, nicht Ladungsstoß auf alle einsetzen. Ich brauche den lieben Dave noch. Der war bisher in diesem Kampf der Beste. Wir sollen nicht von Pikachu besiegt werden. Ja gut, jetzt ist Pikachu sowieso hinüber. Mein Rokaiman wurde paralysiert. Rokaiman, was ist das für ein komischer Name? Also Rokmain fand ich besser. Fand ich wirklich besser. Was soll's? Naja, man verliest sich öfters mal. Kommt vor. Ist nur menschlich. Das war selbst für meine Verhältnisse echt schlecht. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Komm nochmal. Ich will eine Revanche. Zwangfee gewinnt 2048 Pokémon-Dollar und geht sich gleich aus dem Kampf gegen den Trainer auf der Route hervor. Gegen den Punk-Trainer hervor. Punk-Trainer. Jo. Ja, da haben wir hohes Gras. Können wir nicht drumrum. Von mir aus. Wildes Pokémon. Juhu. Na dann, schauen wir mal, was es hier gibt. Ein Pampuli. Ah, ich habe schon die Weiterentwicklung als Tier, als Tragetier, als Lastentier, als Fortbewegungsmittel. Brauche ich nicht als Teammitglied. Danke, aber nein, danke. Kein Bedarf. Und wieder hohes Gras. Und wieder Trainer. Ja, nice. Und da hinten ein Item. Das holen wir uns auch noch, wenn wir diesen Kampf geschafft haben. Pokémon-Kämpfe sind mein Leben. Mach dich breit. Ich mach mich breit. Jo. Mal wieder ein random Trainer auf der Route. Holen wir uns das Item, wie versprochen. Es ist ein Hypertrank. Hypertränke können wir immer gebrauchen. Irgendwann gehen sie alle. Und dann ist es gut, auch einen parat zu haben. Immer noch ein Geschenk dazu zu haben. Ja, über felsiges Gestein geht's weiter. Und weitere Trainer. Und weiteres hohes Gras. Und eine weitere Herausforderung hier auf der schweren Strecke Richtung der nächsten Inselherausforderung. Jo, ein X-Angriff war es, glaube ich. Ja, wir konnten die Kämpfe umgehen oder was? Jo, sind wir gleich da oder was? Sieht doch schon gut aus. Route 13. Da scheint es gleich weiter zu gehen mit der Story. Die Oase vor der Wüste. Na denn, hau rein, Story. Ja, da geht's weiter mit Stali. Hey, Zwergvieh! Tokidimaru war kein leichter Gegner, aber irgendwie habe ich die Prüfung trotzdem bestanden. Vielleicht bin ich sogar ein bisschen stärker geworden. Nein, kein Kampf gegen Tali. Den verkacke ich doch schon wieder. Ich weiß doch, wie ich beim Malihir-Ziergarten gegen Tali hier verloren habe. Komplett abgelost habe ich. Chris hat mir erzählt, dass du seine Prüfung mit links geschafft hast. Naja, mit links, das ist ein bisschen übertrieben. Ich habe immerhin zwei, drei andere Anläufe gebraucht. Und auch beim zweiten und dritten Anlauf erst mit Ach und Krach sind wir da durchgerasselt. Na, durchgerasselt sind wir nicht, wir haben es bestanden. Durchgerasselt wäre nicht bestanden. Du bist ein echt Top-Trainer, Zwergfee. Und deshalb schenke ich dir das hier. Du erhältst das Item Top-Trank. Top-Trank wurde in der Medizintasche verstaut. Sprecht ruhig noch etwas lauter, damit ich euch alle verstehen kann. Wow, wo kommst du denn her? Team Skull ist auf der Suche nach einem Pokémon namens Cosmog. Wisst ihr irgendwas darüber? Was? Wir verraten dir gar nichts.
Ihr wisst also was. Cosmog selbst ist nicht besonders mächtig, aber es besitzt die Fähigkeit, unglaublich starke Pokémon zu rufen. Im schlimmsten Fall könnte es damit eine Katastrophe in Alola auslösen. Eine Katastrophe? Was können wir dagegen tun? Beschützt es. Koste es, was es wolle. Ich weiß, ich arbeite für Team Skull, daher traut ihr mir nicht über den Weg. Aber ihr tätet gut daran, auf meinen Rat zu hören. Beschützt Cosmog um jeden Preis. Machen wir. Macht Lilly schon von sich aus. Oh, das sollen wir ihm ja gar nicht verraten. Psst, ist gar nicht bei Lilly. Obwohl, ich mich schon frage, woher Team Skull überhaupt von seiner Existenz weiß. Hey, was meinst du damit? Hey, wo willst du hin? Wir sind noch nicht fertig. Doch, sie sind schon fertig. Gespräch wurde beendet von Gladio. Zwergfee, was passiert mit Lee, wenn sie Cosmog finden? Ich verstehe zwar nicht genau, was hier vor sich geht, aber wir müssen Lee und Cosmog auf jeden Fall beschützen. Und das können wir am besten, wenn wir noch stärker werden. Also, auf zur nächsten Prüfung. Auch wenn ich mir von Borne so einiges anhören muss. Ich will meine Insellandschaft abschließen und dafür sorgen, dass noch mehr Leute den Spaß an Pokémon-Kämpfen entdecken. Und ich werde auch alles geben, um die Wünsche meines Partner-Pokémon zu erfüllen. Na dann, kein Rematch gegen Tali, der ziemlich stark ist. Oder ich ziemlich schwach. Das glaube ich eher. Da steht uns noch was bevor. Bei diesem Kampf. Da schläft jemand auf der Veranda. Oh, ein Herrschersticker. Da habe ich doch schon was leuchten gesehen. Bin da lang gerannt. Habe ihn aber nicht gefunden. 41 Herrschersticker haben wir schon gefangen. Nein, nicht gefangen, sondern abgezogen. Ja, und weiter geht's hier. Immer weiter auf dem Himmelsleiter. Nächste Inselprüfung. Du findest das alte Mondstein. Mondstein wurde in der Atomstasche verstaut. Jujut. Diese Oase wird nur so geschätzt, weil sie sich um sie herum die Haida-Wüste erstreckt. Bei den Pokémon-Typen ist das ganz ähnlich. Manche Typen lernt man erst schätzen, wenn man selbst einem Typennachteil unterliegt. Ja, zum Beispiel Diktri. Dick. Thomas Gottschalk, Diktri. Dick. So. Und nun? Ja, was nun? Da geht's glatt weiter. Das ist das Dorf der Kaprum. Und hier wollen wir uns erstmal umgucken. Hier gibt's noch was zu sehen. Was klotzt du so? Ich kann auch in die Hocke voll der Wache stehen. Ah, Wache stehen tust du also. Herrschersticker Nummer 42. Hui, eine magische Zahl, 42. Wer paar Anhalter durch die Galaxis gelesen hat, der weiß es. Ach ja, Douglas Adams. Rest in Peace, Douglas Adams. Team Skull ist aus der anderen Gruppe entstanden, die den früheren Inselkönig als Boss hatte. Wusstest du das schon? Aber irgendwann haben die übelsten Stress mit Kapo gekriegt. Und dann hat sich der ganze Laden aufgelöst. Naja, der Großteil. Okay. Niemand weiß, wer zum Inselkönig ernannt wird. Die Leute sind den Launen der Kapo-Pokémon ausgeliefert. Danke für die Infos. Hat sich echt gelohnt, da mal reinzuschnuppern und da mal die Infos zu bekommen. Hier gibt es auch noch ein paar Infos. Was willst du von mir? Du kannst hier doch nicht so einfach reinspazieren. Ich habe noch gar nichts gemacht. Geh einfach wieder. Oder willst du Angst, willst du Ärger haben? Bin schon weg. Wie? Puh, Glück gehabt. Damit meine ich dich. Und jetzt zieh endlich Leine. Ja. Wir ziehen Leine. Irgendwo tief in der Wüste liegen die Ruinen. Das geht dahin verborgen. Aber da die Winde ununterbrochen den Sand verwehen, sind sie nur schwer zu finden. Will uns Caputoro damit vielleicht sagen, dass es von uns in Ruhe gelassen werden will? Kann sein, mag sein.
Mogel. Ein Mogelbaum. Ein Mogelbaum. Ja, schön. Und hier geht's vorerst nicht weiter. Der Weg ist versperrt. Hallo da, junger Trainer auf Inselwanderschaft. Ich bewache die Barriere des Captains. Du darfst sie erst passieren, wenn du die Prüfung vom Typ Geist bestanden hast. Machen wir. Wir bestehen die Prüfung vom Typ Geist. Die Heilerwüste ist ein natürliches Labyrinth. Um sie zu durchqueren, muss man sich die Steinstapel genau ansehen. Das heißt, die Zahlenreihenfolge 2, 1, 4, 3 sei der Schlüssel zum Erfolg. Was das so... Aha, wir werden es herausfinden. Wir werden wohl später nochmal durch die Wüste müssen, wie es ausschaut. Ja, aber erstmal geht es weiter Richtung Inselprüfung. Da geht der Dialog weiter. Wie geht weiter? Im Dorf der Kapu. Das Dorf der Kapu. Ja, das Schild sagt es. So, hier ein Trainer. Das ist also das Dorf der Kapu. Hier erscheint Ernst der Kapu, um Mount Nanakila zu beschützen. Jener Berg, der Sonne und Mond so nah ist. Heute erinnert nur noch der Name des Ortes an jenes denkwürdiges Ereignis. Aha, schön auch davon zu erfahren. Da ist wieder Tadi. Unser ständiger Begleiter und Rivale. Du, hey Zwergvieh! Das Ätherhaus, in dem sich der Captain aufhält, muss ganz in der Nähe sein. Da geht's zu Fuß des Mount Lanakila. Auf dem Gipfel bauen sie gerade eine Pokémon-Liga. Der Professor hat mir erzählt, dass man in den Pokémon-Ligen der anderen Legion gegen 4 superstarke Trainer, die sogenannten Top 4, antreten muss. Ein Kampf zwischen den Top 4 und den Inselkönigen bzw. Inselköniginnen, das wäre doch spannend. Wer wohl gewinnen würde? Mein Upi natürlich. Hehe. Dann geh mal deinen Weg, Tadi. Nein, jetzt kommt erstmal das Ultraforschungsteam. Oh, Alola! Hallo, Alola, Zwergvieh und Tadi. Alola. Es kommt wieder Zyonia, den ich so sprechen muss. Das ist das Dorf der Krabben. Einer der Orte, die wir unbedingt erforschen sollten. Es gibt offenbar viele verschiedene Geschichten über den Ursprung dieses Ortes, aber einer von ihnen zufolge hat in Lumineszenz hier einst gegen den Kapu-Pokémon gekämpft. Der ist so kompliziert zu sprechen. Ich hoffe, der hat nicht so eine große Rolle. Doch hat er ja irgendwie schon. Ich fürchte auch, der hat später noch eine größere Rolle. Wir müssen mal länger so sprechen. Man vermutet, dass die Z-Attacke entstanden sein, als das damals das Licht aus der Ultrapforte strömte. Demzufolge hatte das Licht seiner Lumineszenz Necrozma, also die Z-Attacke, erschaffen. Von Gier getrieben versuchen unsere Vorfahren, die Kontrolle über das gesamte Quellenlicht Necrozmas zu erlangen. Das Resultat war katastrophal. Necrozma wurde verletzt und verlor einen Teil seines Körpers. Es regiert darüber so sehr in der Rage, dass es begann, alles nicht zu rauben, das er fand. Noch herrscht in unserer Welt Frieden, denn sein Lumineszenz Necrozma wurde in den Metropo Tower gesperrt. Doch es ist völlig ausgezerrt und giert nach Licht. Der Metropo Tower wird Necrozma nicht mehr lange standhalten können. Sein Lumineszenz ist völlig von Wut zerfressen. Doch es gab auch eine Zeit, in der es uns Licht spendete. Das Licht, das wir so schmerzlich vermissen. Wir wünschen uns nichts ähnlich als, dass Necrozma seine alte Form zurückerlangt. Doch niemand weiß, ob es möglich ist, ob das wir irgendwie hinbekommen. Du kannst dich mit der Z-Attacke besser aus als wir. Wenn du uns irgendwie helfen kannst, dann lass es uns bitte wissen. Ja, verabschiedet euch mal bitte. Verdünnisiert euch. Ich rede euch wirklich nicht gerne, ich synchronisiere euch sehr, sehr ungern. Ich verstehe zwar nur die Hälfte von dem, was die beiden sagen, aber das Traformers-Team ist eigentlich ziemlich verzweifelt. Ich will einfach nur, dass alle glücklich sind, einschließlich Necrozma.
Du doch auch, oder? Grosma, nicht Grosma, nicht Grosma. Den muss ich auch noch sprechen lernen. Den, die Aussprache von dem Pokémon. Ja. Echteste. So, was haben wir hier? Guten Morgen, willkommen im Pokémon Center. Sollen wir deine Pokémon wieder fit machen? Ja, macht's mal. Wir. Du eine Person hier, du eine Schwester. Nurse Joy. Heißt sie übrigens. Na denn, vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Bitte behebe uns bald wieder. Ja, mach ich. Und da hinten ist ein Slimer. Slime. Schön, schön. Können wir uns hier einen Kaffee holen oder was? Herzlich willkommen im Kaffeebereich des Pokémon Centers. In Alola ist es jetzt 6 Uhr. Hier können sich Trainer eine kurze Auszeit gönnen und einfach mal abschalten. Was kann ich dir bringen? Oh, kein Kaffee. Warum gibt's hier nirgendwo Kaffee? Ist nicht meine Region. Verdammt. Die falsche Region für mich. Ich gehe zurück nach Kanto. Dort gibt's bestimmt Kaffee. So, hier mal auf den Berg. Der Pokémon-Liga, wenn's recht ist. Jo. Mein Team ist ja geheilt. Alola. Wir stampfen hier in absolut Spitzenliga aus dem Boden. Also sollten alle hart trainieren. Und auch absolute Spitzentrainer zu werden. Ja, so ungefähr. Alola. Dank Pokémobil lassen sich die Baumaterialien ganz bequem durch die Gegend transportieren. Ja, mit dem kann ich nicht reden. Der arbeitet da oben, da komme ich nicht ran. Schön, schön. Eine sehr schöne neue Pokémon-Liga, die hier entsteht. Pokémon Ultramond. So, weiter geht's mit der Story. Nicht dort unten, sondern dort oben. Auf der Route. Also etwas am Ätherhaus. Route 15, Wasserweg. Und das Ätherhaus. Hier rücken Menschen und Pokémon zusammen. Na dann, rein da ins Weiße Haus. Bei Obama treffen. Nein, halt, Trump. Da drin. Stimmt. Schade eigentlich, aber ist wohl so. Wow, Zwergvieh, das ist also das Erdhaus. Oh, jemand Neues. Oh, und da ist auch schon Trump. Seht ihr ihn? Direkt im Weißen Haus angekommen. Ihr müsst kämpfen. Wieso was? Was? Wir passen hier auf, bis Alola wieder zurück ist, ja. Bis Lubola wieder zurück ist. Kampf. Ein großer Kampf hier. Naja, groß kann man es nicht nennen. Also, groß voller als irgendein Routenkampf. Irgendein Kampf auf der Route. Da kriegen wir auch noch gebacken. So, Steve. Was kannst du denn so einsetzen? Nitro-Landung soll ganz effektiv sein. Dann mach das doch mal. Versuch's doch mal mit Elektroball. Versuch's mal mit Elektroball. Das neue Pokémon-Lied. Ja. Kann ja mal jemand dichten. Hab keinen Bock drauf. Wird ja auch irgendwas dichten, aber ja. Ich habe mich hier auf anderes zu konzentrieren. Zum Beispiel auf das Besiegen von Elektrokit. Elektrokit, ja. Auch eine gute Sache. Auch ein guter Name. Und Vorschüler besiegt. Zwangvieh gewinnt 384 Pokédollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Vorschläger hervor. Warum ich das auch immer so genau vorlesen muss, das ist, juckt doch niemanden, was da für eine Zahl steht. Aber ja gut, ist halt mein Stilmittel. Ich kämpfe wie ein Großer. Gar nicht schlecht, oder? Kannst du deinem Magmoni auch mal sagen, dass der Kampf vorbei ist? Das tut weh. Mag. Da bin ich wieder. Ich sehe, ihr habt euch schon kennengelernt. Meine Einkäufe sind jedenfalls erledigt. Wir kennen uns besser, als mir lieb ist. Nanu, wo ist denn Lilly? Lilly ist bei Habu geblieben, aber sie kommen bald nach. In der Zwischenzeit könntet ihr doch eine kleine Prüfung absolvieren. Welche? Na, meine natürlich. Ich bin schließlich der Captain. Sag bloß, das wusstest du nicht. Vitalis. Ja, und wo kommen wir hin zu der Prüfung? Meine Prüfung findet in einem verlassenen Laden in der Nähe statt. Warte vor dem Ätherhaus auf mich, dann führe ich dich persönlich dorthin.
Mache ich. Was erwartet? Lilly. Da ist sie. Was soll das? Lass das bitte. Team Skull, die schon wieder. Naja. Ist doch ein altbekanntes Problem. Dieses Team Skull. Was denn? Den haben Tasche halt so plötzlich bewegt. Das wird man doch wohl nicht lassen dürfen. Es könnte ja ein seltenes Mokma drin sein. Die klauen wir nämlich, um uns was dazu zu verdienen. Aber auch weniger seltene Pokémon bringen Geld ein. Also lass mal rüberwachsen. Macht sie nicht. Zwergfee. Ich eile zur Hilfe. Schon klar, jetzt kommt der mutige Trainer, der das Mädchen in Not beschützt. Ein Mädchen, das Mädchen in Not beschützt. Zwergfee, darf ich vorstellen. Aber die Tour vermassel ich dir. Wart's ab. Du, mir, Marcel. Ist klar. Aber unbedingt, das will ich sehen. Fordert dich heraus mit einem Traumato. Alles klar, dann versuch mal mir die Tour zu vermasseln. Nur auf. Nur zu. Nur auf. Nur zu. Alter, das ist alt, ja, dieses Versprecher. Die ich mir hier manchmal leiste. Nur zu, ja, versuch's mal. Ja, mit Sprichwörtern, ist nicht so bei mir. Ist ja nicht so, als ob Deutsch meine Muttersprache wäre. Also, ist ja nicht so, als würde ich seit meinem ersten Lebensjahr, oder wann habe ich angefangen zu labern? Ja, könnte ungefähr hinhauen. Erste, zweite Lebensjahr. Ist ja nicht so, dass ich seit meinem ersten Lebensjahr Deutsch labere, aber ja gut. Sprache scheint bei mir generell ein Problem zu sein. Ja. Kann ich auch nicht mehr zu sagen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was geht denn hier eigentlich ab? Player. Sprache ist ein Problem, aber Let's Player sein wollen. Okay, genug. Mein Bro Traumato sieht auch so schon total gelangweilt aus. Tschüssikowski. Na dann, hau mal ab. Und lass Lilly in Ruhe. Puh, vielen Dank, Zwergfee. Ich wollte mich auch immer wie ein Trainer fühlen und war gerade ein wenig spazieren. Ich hatte mich von HPU verabschiedet. Da wollte Wölkchen plötzlich aus der Tasche hervorkommen. Los, Wölkchen, du sollst dich auch bei Zwergfee bedanken. Ich würde mich gerne hiermit bei dir bedanken. Hoffentlich werden sie dir auf deiner Inselwanderschaft ein wenig von Nutzen sein. Du erhältst 5 Exemplare des Items Luxusball. Ja, das wird mir unter Umständen schon sehr hilfreich sein. Ich habe gerade meine Besorgung gemacht. Da habe ich sie aus einer Laune heraus gekauft. Da geschenkt. Ist doch schön. Oh, Lilly. Alles okay mit dir? Du siehst so erschöpft aus. Hier im Ätherhaus kannst du dich ausruhen. Danke, Lola. Ich denke, das werde ich auch tun. Meine Prüfung findet an einem Ort jenseits des Dorfes der Kapu-Stadt Zwergfee. Komm am besten gleich mal mit. Komm einfach mit. Dort geht's lang. Lang, ich folge. Noch auf dem Weg mal im Dorf der Kapu mal mein Pokémon-Team im Pokémon-Center aufheilen lassen. Wäre ganz lieb. Ja, darf ich. Ja, dann können wir aber im nächsten Part auch super leicht in die nächste Prüfung starten. Die nächste Attraktion hier in Alola. Machen wir das. Von hier aus musst du einfach Route 14 folgen. Dann kommst du wie von selbst zu einem verlassenen Laden. Das ist die Prüfungsstätte. Okay. Lang zur Prüfungsstätte. Sehe einen Herrschersticker. Den ziehe ich natürlich ab. 43 Herrschersticker und vorbei ist es mit der magischen universalen galaktischen Zahl. Na dann, da ist die Inselprüfungsstätte. Da gehen wir dann im nächsten Part rein. Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und den nächsten Part nicht verpassen wollt. Wie immer
Habt einen angenehmen, frostigen Tag. Gehabt euch wohl und haut drinne. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.